So, liebe Leute, willkommen zurück. Euer Vermerken wieder am Mikrofon. Wir sind drin. Ja, Locke ist ja erst vor 2 Stunden nach Hause gekommen. Dafür steht unsere gute JT gleich wieder auf, wenn alles korrekt läuft. Jo, pünktlich wie die Maurer. Aber Beeilung, heute haben wir nicht viel Zeit am frühen Morgen. Da müssen wir ein bisschen Gas geben. Schnell auf die Geschichte und dann eine erfrischende Dusche nehmen. Und dann versuchen wir noch schnell was zu essen. Das lief, also mit Locke lief zumindest die Bekanntschaft gestern sehr, sehr gut. Wir haben Dina kennengelernt. Und Wolle endlich getroffen. Endlich haben wir Wolle getroffen. Wolle Schmidt, der alte Klappstuhl. Ja, ansonsten habe ich wieder fleißig Kommentare gelesen. Unter anderem stand da drin, dass, ja, ich aus der Community noch Leute hinzufügen soll. Ist ja ganz einfach. Ihr stellt einfach einen Sim und schreibt mir dann in die Kommentare, wie euer Sim heißt. Und ich füge dann einfach hinzu. Mal gucken, ob ich den dann kennenlerne, ne? Wie gesagt, so würde ich es dann machen, viel mehr Aufwand ist es ja nicht. Ich lese ja meistens sowieso viele Kommentare oder auch eigentlich fast immer alle. Und dann füge ich die einfach hinzu, gucke mir dann an, wie die heißen. Am besten gebt ihr denen irgendeinen Hashtag. Hashtag Wildtänzer, wie man bei meiner Facebook-Seite. Und dann finden wir die auf jeden Fall, dann kann ich die hinzufügen. So. Komm, gib ein bisschen Gas, wir haben echt nur noch 10 Minuten. Ey, wir kriegen nichts zu essen. Aber gut, essen wird sie dann auch in der Schule. Hat keinen Zweck. Brauchen wir jetzt nicht mehr essen, groß machen. Lieber schön erfrischend duschen, dann geht's ihr auch blendend. Wie sieht's bei Locke? Bei Locke sieht's auch super aus. Komm, steh mal auf. Dann geht's hier, spülen und dann gleich verwenden. Und dann haben wir das. Und dann, frühstücken. Eier und Toast. Pfannkuchen. Haben schon lange keinen Pfannkuchen mehr gemacht. Ja, wenn er schon kocht, dann soll er gleich richtig kochen, ne? Frühstück servieren, Pfannkuchen für $20. So, ist sie schon in Schule? Ist sie schon Schule? So, Schule früher verlassen, Freundschaften schließen. Und dann gucken wir, dass wir mit JT heute Abend wieder ein bisschen Ding üben, oder heute Mittag. Wen haben wir denn kennengelernt? Die war jetzt nicht so pralle, ne, die wir da letztes Mal kennengelernt hatten. Die fand ich nicht so nett. Die ist nur rumgelaufen, hat sich hier, hat Hausaufgaben gemacht und so ein Quatsch. Kann ich die Hausaufgaben für JT nicht machen? Shit. Kühlschrank im Arsch, na klasse. Ach du Scheiße. Ist ja gemeingefährlich. Ah, lecker, Pfannkuchen. Yeah. Bisschen Zucker rein. In den Teig. Ah, oh, mit der Fernbedienung sogar das Radio angemacht, ich verstehe. Die Scheiße. Oh, keiner gesehen. Keiner gesehen, wie er guckt. Hat keiner gesehen. Alles cool. Was ist denn jetzt los? Komm, mach ein bisschen zügiger hier. So ein Pfannkuchen dauert ja nicht so lang. Normalerweise für den Teig braucht man schon ein bisschen länger, ne, bis der mal fertig ist. Aber den Teig kann man ja auch in den Kühlschrank stellen und dann mehrfach benutzen. Also an einem Tag sollte man schon wegmachen, ne? Oder maximal zwei. Weiß ich nicht. Normal macht man den Tag ja auch einmal. Dann hat man halt ein paar Pfannkuchen. Die kann man dann wiederum cool auch in den Ding reinstellen, in den Kühlschrank. Die fertigen Pfannkuchen. Kann man ja auch mit Schinken oder Käse und so essen. Schmeckt zwar jetzt nicht so, ist nicht mein. Also mir schmeckt es nicht so, aber deswegen ist es ja auch Geschmackssache, ne? Die einen mögen es ganz gerne herzhaft, die anderen ganz gerne süß. Das ist unser Lied, ne? So, machen wir hier fertig, Digga. Bald ist Zeit für Arbeit. Schaffen wir heute Morgen nicht mehr allzu viel, außer das Zeug. Macht aber nichts. Ist doch bald satt, oder? Und dann wollte ich eigentlich noch fixiert den Ding reparieren. Oh! Janine Tiffany schnappt sich ihr Mittagessen aus dem Rucksack und entdeckt etwas Rotes darin. Es ist ein herzförmiger Zettel, auf dem nur "Du bist süß" steht. Sie glaubt, dass er von dem neuen Jungen stammt, der immer so starrt. Fragt sie ihn oder wartet sie einfach ab? Ansprechen. Sie ist eine extrovertierte. Also sie ist eine wirklich extrovertierte DSDS-kommende Superstar, Madame Butterfly. Deswegen ansprechen, klar. Es ist recht einfach für Janine, den neuen alleine zu erwischen, da er noch nicht viele Freunde gefunden hat. Der Zettel stammt definitiv von ihm, da er vom Kopf bis zu den Zehen errötet. Und was jetzt? Janine sammelt ein schüchternes Dankeschön.
stammelt ein schüchternes Dankeschön und behält die Sache erst einmal für sich. Krass. Stopp. Abbrechen, scheiße, es ist kaputt. Ich wollte es reparieren vorher. Jetzt habe ich zu viel mich um die Liebschaften von Janine gekümmert. Schade. Schade. Naja, mal gucken, wie es da weitergeht. Da bin ich mal echt gespannt. Jetzt hat sie einen Liebesbrief gekriegt. Ein bisschen früh, oder? Die ist ja noch eine Grundschule. Mann. Naja, das sind so Liebschaften. So wie sagt man da? Ich hab dich gern. Magst du mit mir mal Händchen halten? Nee, du stinkst. Geh weg. So, was ist denn da passiert? Wieder was Neues? Oh, sie ist da. Janine ist back in business. Kann sie hier reparieren? Nee, sie kann nicht reparieren. Oh, wir könnten ersetzen für 187. Könnten es auch sein lassen. Öffnen und... Ah, Pfannkuchen. Ein Gericht nehmen. Aufräumen können sie aber, ne? Wolle ist da! Wolle! Sau gut! Wolle Schmidt, Wolle Schmidt, der ist fit, weil Wolle Schmidt. Ah, den müssen wir unbedingt noch klar machen, ey, ohne Scheiß. Fleißig. Wie sieht's denn aus? Wie viel haben wir denn eingenommen mittlerweile mit Locke? Ah, sehen wir jetzt nicht. Haben wir ja schon ein bisschen was eingenommen. Und heute kam ja auch wieder Tantiem, nehme ich mal an. Was haben wir für einen Tag? Ah, wir haben sowieso 2 Tage frei, da schaffen wir es locker mit Locke nochmal eine App fertigzustellen, eine App und fertig hacken. Dann haben wir bald auch wirklich richtig gut Kohle. Wir müssen aber, denk dran, wir müssen $1500 bezahlen allein für unseren Hausstand. Also wir brauchen auch das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld. So, schauen wir mal, dass wir die gute Madame ein bisschen fit machen. Hier sind nur ältere Schüler jetzt. Handy? Wer ist denn das? Oh, nee, lass die mal weg. Die ist echt doof. So, hat sie denn schon genügend Leute kennengelernt? In 2 Fähigkeiten besser werden? Und hier 10 neue Sims. 6 Stück kennen wir jetzt. Ja, aber wolle Hallo sagen. Bitte doch mal herein. Da kann sich ruhig ein bisschen aufhalten. Wolle ist locker. Wolle ist der Onkel. Den könnte man sogar hier einziehen lassen, so eine kleine Wohnung geben irgendwo. Ein Bett nur. Da muss auf den Dingen schlafen, auf eine Matratze. So, lustig vorstellen. So, endlich ist Onkel Wolle da. Wie er rumläuft, ne? Guck mal, die Hosen, die sind der Hammer. Weil er auch so schlaksig ist und so komisch rumläuft. Und der ist aber lustig. Pass mal auf. So. Oh. Mag er keine Kinder? Naja, er geht sofort daddeln, ne? Zocken, ja klar. Langweiliges Gespräch. Wolle ist gelangweilt. Na dann machen wir mit JT was anderes. Dann gehen wir wieder ein bisschen üben, ne? Gucken wir mal, wie weit wir da sind. So. Ja, gleich kommt ja der Vater nach Hause. Da ist er doch schon. Da ist er. So. Locke ist back in business. Also, erstmal fix hier reparieren. Dann aufwischen. Dann aufräumen. Ja, der hat erstmal die ganzen Hausarbeiten zu erledigen. Jo, servus, Wolle. Was geht ab? Alter Klappstuhl. Konzentriert. Der Hammer. Ja, Mann. So, reparieren wir mal fix den Kühlschrank und währenddessen... Unser Liebes wird ja wahrscheinlich wieder fleißig Geige spielen, aber das ist ein bisschen blöd hier, das sind auf Klo... Oh. Katrina Caliente. Oh, da hat es ganz kurz geleckt. Ich habe schon Angst gehabt, dass er wieder sich aufhängt. Ist ja echt bitter, ne, mit diesem Aufhängerei. Schnell mal einen Speichern reinhauen. So. Jetzt wischt er da alles auf. Was macht denn der Idiot?
Die mögen sich ja. Ihr könnt ja eigentlich auch hier einziehen, ne? Und dann irgendwie versuchen, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Der kann einfach nichts. Der ist komplett gelangweilt. Was will er denn? Was will er denn? Echt der Hammer, der Typ. So. Ach, wir gucken mal, wie sieht's denn aus mit dem Üben? Mit der Überei. Gleich haben wir es geschafft. Endlich. Aber immer noch Level 2, oder? Ich guck mal ganz kurz rein. Ja, aber gleich 3, dann haben wir es fast. Der Sound, der Hammer. Der absolute Hammer. Das ist ein Gejaule, ey. Unglaublich. Dreht sogar mein Hund im Garten durch, wenn er das hört. Voll die Katzenmusik. Aber gleich hat sie es. Jetzt bin ich mal gespielt. Ich bin jetzt gespannt drauf, was passiert, wenn sie jetzt 3 hat. Weil dann müsste doch mal ein Lied hinkriegen, oder? Ein einfaches. Ohne so einen komischen Lärm jetzt. Oh. Man kann sich's nicht anhören, ne? Das ist echt zu schrecklich, Leute. Das ist, sie schafft's, glaube ich, noch nicht. Wir müssen hoffen, dass sie immer noch mal besser wird. Wenn sie 4 hat, vielleicht geht dann ein bisschen vorwärts. Das heißt, Fähigkeiten so bis 3 sind echt unnütz. Bringen überhaupt nichts. So, wie sieht's denn aus hier? Was muss denn... Haben wir morgen frei? Oh ja, endlich. Wir haben morgen frei. So, verwenden. Dann spülen. Das fehlt uns gerade Blase. Und dann ein bisschen Spaß, würde ich sagen. Aber jetzt sitzt er dann unserem Teil rum. So. Und dann herbeirufen. Während er kackt. Hey, Alter! Molle, komm mal rüber. Ich hab ne Wurst gemacht, die musst du dir reinziehen. Hier, hier, genau, guck mal. Guck mal, Alter, was geht ab? Das wär's. So, das nächste gleich. Ey, wir sind nur am Reparieren. Wir kriegen mit Locke, glaube ich, nichts mehr fertig. Außer reparieren, aufräumen. Da bist du ja wahnsinnig. Zumindest ist er da, aber Logikfähigkeiten müsste doch schon bald, mega gut sein. Gucken wir mal. Wo hat er denn seine großen... Na, mal nach Level sortieren. Genau. Programmieren 8. Kochen 6. Videospiele 5. Charisma 5. Geschicklichkeit... Oh, nur eine 4. Ich dachte, der wäre schon richtig gut. Wolle, Mann. Geh doch mal von meinem Rechner. Ich brauche ein bisschen Spaß. So. Einfach mal. Wir können mit ihm einfach mal quatschen. Aber zum einfachen Quatschen lohnt sich ja nicht, einen Wolle anzustellen, ne? 20 Uhr, es ist, sie hat ja morgen auch frei. JT kann ja ein bisschen noch Geige üben. Solange sie halt will, ne? So. Spielstrategien? Über beste Kapitäne diskutieren, okay, geil. Geek, also Kapitäne sind bestimmt die Star Trek Kapitäne gemeint. Über neueste Spiele reden. Und, yeah, geil. Oder gib mal, da kriegen wir sogar, wenn wir darüber diskutieren, kriegen wir sogar einen Extrapunkt. Für was war das denn jetzt? Klopf, 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 mal gucken, ob der ankommt. Finib Schwabe. Yibs. Gwas. Yibs. Oh, Uschib. Der Hammer. Yumamush. Ogenshima. Uibis. Der Hammer. Waxa. Von neuer Show schwärmen Geek. Und nochmal Kapitäne. Das ist alles für Geeks hier. Wenn sich zwei Geeks treffen, ist es halt einfach, ne? Bitten einzuziehen, sau gut, Wolle, weißt du, so beste Kumpel. Bitten abzuhängen. Aber ich will ja nicht ihn drin haben, ich will ja eigentlich jetzt
Über Outfit, das ist alles nicht so cool. Dafür ein bisschen kennenlernen noch. So. So, aber wir haben zumindest mal einen richtigen Homie mittlerweile. Wahnsinnig, genau, er ist wahnsinnig. Er ist, jetzt haben wir alle Fähigkeiten, glaube ich, zusammen von ihm. So, Hygiene müssen wir noch machen. Er geht nach Hause, oder? Ayobi, der sich nach Hause schleicht. Der Hammer. Ja. Da schleicht er raus. Ey, der Typ ist so geil. Der, irgendwann müssen wir mit ihm auf jeden Fall noch ein bisschen daddeln. Und ein bisschen kranke Sachen anstellen. Mal gucken, was man so, wie man es übertreiben kann mit ihm. Ob er sich so eine Rakete bauen kann. Oder das Weltall beobachten oder sowas. Und sich dann von Aliens entführen lassen. Irgendwie sowas in die Richtung müssen wir mit ihm treiben. Also mal gucken. Vielleicht sieht er doch noch einmal. Mal gucken. Erstmal brauchen wir ja... Ja, ich wollte noch mal kurz daten. Beziehungsweise wir werden mal schauen, ob wir... Und dann säubern. Er ist doch sauber, oder? Oh, wie lange spielt die denn heute Abend? Oh, die muss schon längst auf Klo. Ey, die ist ja voll irre. Ja, die ist ja voll fertig. Bist du Erschöpfung, Alter? Bist du Erschöpfung gegeigt? Voll das Wunderkind. Da habe ich auch mal irgendwo so eine Doku gesehen. Da hat eine Mutter, so eine US-Amerikanerin, die wohnt in New York, da hat sie ihrem 3- oder 5-Jährigen hat sie Sartre zum Lesen gegeben. Also Sartre, das Buch. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Das ist auf jeden Fall halt... Also das Buch selber kenne ich nicht mal. Da geht's. Es ist richtig, richtig schwere Kost, sagt man sich so. Es gibt ja Bücher, die machen ja Sinn zu lesen. Auch Kinderbücher gibt es ja tolle, die man mit 5 lesen kann oder mit 6 zum Lesen üben. Harry Potter, ob man schon alles versteht, keine Ahnung. Aber wenn man aus freien Stücken lesen möchte. Aber Sartre ist, glaube ich, so richtig schwere Kost. Wenn ihr das wisst, um was es da geht, haut's mal rein. Würde mich echt mal interessieren. Das können wir mal so festhalten. Ist bestimmt ganz interessant, mal zu wissen, wenn man sagt Sartre, um was geht's da eigentlich? Ist irgendwas Französisches. Ich weiß nicht, ob es um Politik geht oder ob es um Psychologie geht. Ich weiß es nicht. Weiß nur, dass das nicht normal ist, dass das 5-Jährige lesen. Aber was ist schon normal in den USA, ne? So, Locke, wie sieht's aus? Spaß, kein Spaß am Start? Dann machen wir morgen früh, ne? Daddeln wir morgen früh mit ihm ein bisschen, dann wird das alles so ein bisschen entspannter. War jetzt keine megamäßige Delicious-Folge, war jetzt recht, schlicht. Wolle war nur kurz da, wir haben ein bisschen gegeigt, ein bisschen gefiedelt, aber dafür haben wir morgen richtig schönen langen Tag. Keiner muss arbeiten, dann wird die Folge auch dementsprechend schon mal gleich ein bisschen länger. Freue ich mich schon drauf. Bin mal gespannt, was wir da fertig kriegen und wir sehen uns dann. Macht's gut und haut mir auf jeden Fall rein, was Sartre für ein Buch ist. Ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Bis dann. Ciao, ciao, euer Bergi.